Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich möchte eigentlich das Ding dahin nochmal retten. Und eigentlich möchte ich auch erstmal zu Kilton. Oder zu seinem Bruder oder wie auch immer. Deswegen hoppen wir uns mal kurz da hoch. Jetzt werden sich die Teile hier wahrscheinlich wieder auflösen. Aber ist egal, wir haben ja noch ein paar Teile. Monster-Tipps, Bockblinz. Da vorne. So. Wir haben noch ein paar Sachen gefunden, die wir dir geben möchten. Grüß Reisender. Ja, ja. Wir haben zumindest 12. Tauschen. Ja. Nom 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 nom. Hört sich an, als würde irgendwas aus dem tiefsten Innern meines Körpers hervorsteigen. Bring mir mehr. Verzeih mir. So, reißen wir uns wieder kurz zusammen. Hier ist der versprochene Schatz. Eine neue Maske. Was ist das jetzt? Georg Donnerhorn. Ja, komm. Gut, wenn er gleich nochmal 4 will, dann hoffentlich wird es nicht teurer. Ich will eigentlich nochmal diese letzte Maskenteil da haben. Okay, was kriegen wir jetzt? Das Teil. 5. Nein. Nein, wieso? Oh, einer. Ernsthaft? Ah, das muss ja jetzt passieren. So, ich glaube, das Ding hat sich aufgelöst, weil wir uns geportet haben. Aber ist nicht schlimm. Wir probieren unser Glück einfach nochmal. Gut. Jetzt würde ich aber gerne trotzdem mal kurz testen, ob ich diese Dinger steuern kann. Wir haben. Oder fahren die wirklich nur komplett automatisch? So, dann brauche ich noch das Lenkrad. Bevor ich den hier schnappen. Schade, er dreht es nur selber. Ich kann ihn jetzt leider nicht fahren lassen. Ah, das ist ja schade auf jeden Fall. Ups. Na komm. So, du weg. Dich brauche ich. Du bist wertvoller. So, kann ich irgendwas gebrauchen? Ich kann ja eigentlich das Ding hier hinstellen. Ups. Dann bauen wir das komische Ding da drauf. Oder zwei davon. Ich kann jetzt hier seitlich anbringen, so ein bisschen erhöht. Ja. Machen wir mal den zweiten noch. Wie anders aus. Ja, so geht das schon. So, und dann baue ich da noch irgendwie zwei Sachen drauf. Was möchte ich da drin haben? Blitzwerfer? Oder zweimal Feuer? Feuer und Eis vielleicht? Einmal Feuer und einmal Eis. Okay.
wer wo ist, ist mir eigentlich egal. So, in der Mitte würde ich jetzt noch eine Kanone raufbauen. Ein kleines Gefährt. Testen wir dich doch auch mal aus. Okay, ich brauche mehr Batterien, aber das war schon mal witzig. Ich glaube, das Eis und so hat gar nichts für viel gebracht, weil die oben hin visiert haben. Na gut, als Ablenkung ist das Ding auch gar nicht so schlecht. Oh wow. Ach, Link. Hoch, einfach nur hoch, nicht seitlich. Idiot. So. So, ich bräuchte wirklich. Zack. Wirst du noch kleiner bauen? Wenn ich noch ein bisschen kleiner baue. Kanone trifft irgendwie nicht, das ist schon mal doof. So. So, das du kannst weg. Eis fand ich eigentlich ganz cool. Wow, wie, du bist jetzt bei mir. Ja, genau. Das kannst du noch kurven. Was ist denn mit ihm? So. Ich wollte nur was bauen. Ah, toll. Das ist ja toll, ihr sollt ihn nicht töten. So, Eis hatte ich gesagt. Wobei Feuer wahrscheinlich durchgehend Schaden macht, das vielleicht besser. So. Das ist so ein Mini-Panzer. Ich hätte gern viel mehr Energie. Das Eis ist cool, aber irgendwie bringt es mir nichts. Ich könnte von den Dingern halt eine kleine Armee hinstellen und dann alle losfahren lassen. Aber dazu fehlt mir halt auch Energie. So Leute, ich brauche irgendwie mal einen tollen Gegner hier. Da ist einer.
Feuer frei. Ja, das macht gut Schaden. Das ist ja super cool. Können wir mal zugucken, wie das Ding das alles zerstört. Wir können immer wieder bauen. Sagen wir halt im Untergrund die Dinger haben. Ja, gut. Nehme ich. Das Ding ist gekauft. Der macht wenigstens das, was er soll. Das andere war ein bisschen zu große Wackelkonstruktion, weil ich ein bisschen zu viel wollte, aber ich wusste nicht, dass das auseinanderfällt dann von selbst. Das hält einfach bis zur Unendlichkeit oder so, aber nö. Aber der Kleine tut seinen Job und mit mehr Energie könnten wir das Ding auch viel mehr Schaden anrichten. Ihnen noch helfen? Ja, wir können zum Dingens laufen. Wer baut denn solche Schilder? So. Schon mal nicht zur Seite. Jetzt fällt es wahrscheinlich nach vorne. Und hier können wir sowas bauen. So. Baut das Center auch nochmal. Das ist auf jeden Fall sicher hier. Gut. Hi. Hallo? Gar nicht weg. Na gut, dass diese Dinger hier überall immer dabei stehen. Sehr gut. So, gib uns noch mal ein bisschen. Ja, ja. 20 Rubies. Das ist nix. Ausdauer. Nehm ich. Und eine Donnerblume nehme ich auch. So, gut. Kann ich das jetzt eigentlich irgendwie separat speichern? Einen kleinen Panzer, oder? Das war's nicht. Achso, nee, das war ein komisches Ding. Dich hier. Zu Favoriten. Perfekt. Ich hoffe, du gehst jetzt nicht verloren. Den kann ich auch mal zu Favoriten hinzufügen. Ja. Rest nicht. Das komische Wackelding lieber auch nicht. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Und das Ding hat auch nicht funktioniert. Okay. Ich hoffe, die unten verschwinden dann irgendwann. Baupläne, Favoriten. Ah, okay. Ich glaube, die bleiben. Die bleiben und das ist einfach nur der Verlauf, damit ich irgendwas wieder selber bauen kann. Ja. Yeah. Danke. Hab dich. So, gut. Leider nicht.
So, im Dorf hatten wir erstmal auch nichts zu tun. Können natürlich noch weitere Erinnerungen sammeln. Das will ich sowieso noch fertig machen. Auch wenn wir das Spiel durch haben sollten, weil das die letzte Mission ist oder so, keine Ahnung. Werde ich die aber trotzdem noch sammeln, weil ich will einmal die komplette Geschichte in ein paar zusammen haben. Dann gehen wir schön nach Reihenfolge und nicht so durcheinander, wie man so aktuell diese ganzen Sachen findet. Ja komm, porten wir uns einfach mal zum Schloss und gucken, was da los ist. Ups, Schloss ist hier. Dann hoffe ich, dass wir jetzt auch vernünftig da was reißen und nicht direkt sterben. Ah, ich befürchte, schlimm ist, da werden diese Hände auch sein und vor denen habe ich immer noch Angst, weil ich nicht weiß, wie ich die bekämpfe und meine Rüstung ist immer noch so krepelig im Grunde. Okay, gut. Stürme die Burg. Macht sie auch ordentlich. Was für ein Pflichtbewusstsein und das den lieben langen Tag lang. Truppenführer Holmes Einsatz im Schloss ist beendet und er geht wieder seinen normalen Monsterwehrpflichten nach. Doch keine Angst, ich halte hier weiter tapfer Wache, damit kein schlimmer Finger im Schloss die Schätze klaut. Ich muss auf der Hut sein, denn hier treiben die berüchtigten Miasma-Monster ihr Unwesen. Oh nein. Und wenn du irgendwo mal eine Masse von Miasma siehst, die sich bewegt, dann lauf, Link. Lauf. So schnell du kannst. Ja. Eine unvorstellbar schreckliche Kreatur. Gehüllt in tödliches Miasma. Bei Kontakte raubt es dem Opfer die Lebenskraft. Es kommen irgendwelche schlackernden Extremitäten aus ihm heraus, das sind Hände. Ganz schön gruselig. Mehr weiß niemand, denn es verfolgt jeden, den es entdeckt. Gnadenlos. Da hat man nicht viel Zeit, es sich anzusehen. Sei mutig, aber nicht unvorsichtig. Man muss seinen Gegner kennen, bevor man sich in den Kampf stürzt. Ja, richtig, und ich kenne ihn nicht. So, öffne mir die Tür. Ich dachte gerade, jetzt kommt eine Cutscene und der lässt mich nicht durch. Ich wollte doch eigentlich nochmal. Egal. Ich wollte gerade sagen, zum. Wie heißt das? Zum anderen Dorf, um meine Ernte einfahren. Toll, ist natürlich zu hoch, ist klar. Ah, da komme ich aber ran. Perfekt. So, verlassen. Okay. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ist doch so ein Heini. Ja, so sieht es also im Schloss Hyrule aus. Das ist ja ein richtiges Labyrinth, hm? Ja. Ah, der Ritter Link, wenn ich mich nicht irre. Entschuldigt, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Ich heiße Nobiro. Hier im Schloss gibt es noch haufenweise Schätze und wertvolle Waffen. Deshalb soll ich aufpassen, dass keine Plünderer reinkommen. Aber, naja. Ich habe mich hier ein bisschen verirrt. Oh. Ah, aber ich wollte euch nicht aufhalten. Als Vertreter des Königshauses dürft ihr natürlich frei ein- und ausgehen. Ah. Was? Schön da unten, ja.
Ha, haut den mal her. Uah. Sehr gut. Okay, gut. Das hätten wir. Soll ich überhaupt hier hingehen? Da geht's. Nach draußen. Oh. Kann ich eigentlich sowas machen? Mal gucken, wo ich hinkomme. Ja. Hier sieht's doch gut aus. Ich weiß halt nicht genau, wo ich bin. Ich geh durch. Schon nice, überall ranzukommen. So, gibt's hier auf der Spitze irgendwas? Ah, hier ist definitiv was. Nice. Ja, gut, bringt uns jetzt auch nicht mehr viel, ihn zu finden, aber naja. So, ich könnte. Schade, dass ich das hier nicht nutzen kann. Ein Punkt, wo ich springen. Nee. Hier ist loslassen. Okay. Ich komme jetzt zurück. Hallo? Hier hoch, genau. So, und da unten bin ich. Das ist eigentlich fast, wenn ich da unten ringe. Oh. Ja. Habe ich zwei Kletterrüstungsteile schon an? Klettern? Klettern, ja. Frosthose. Naja, gut. Besser klettern als jetzt geht schon nicht. Also, mit unserem aktuellen Zeug. Was ist das hier noch? Ah, hier vorne kann ich vielleicht noch wieder stehen. Hoffe ich. Nö, kann ich nicht. Aber es reicht auch so gerade. Oh, perfekt. Puh, Glück gehabt. So. Ich komme immer noch nicht weiter. Die hatten gesagt, wir sollen was Fliegendes bauen. Fliegendes. Brauche die Teile. Was kann fliegen? Was kann fliegen? Die Dinger. Zwei. Ich habe mal im Internet gesehen, man kann sich was Cooles aus dem Ding bauen. Wenn man die drei Teile hat. Ja, komm.
Nein. So. So, dann das Ding irgendwie. Wann das? War das so? Überleg grad, wenn das jetzt gerade wäre. Ja, Sikulas. So, und dann? So? Oder ich mach das mal gerade, oder? Beide schief. Klappt das trotzdem? Na. Ach, Link, steh auf. Oh, oh, das funktioniert. Nice. War nicht so cool geworden, wie ich wollte, aber. Papyrus. Die ganze Zeit nach oben Link. Ziehen. Oh, was jetzt? Link! Komm zu mir. Ich warte. Ich warte auf dich. Okay. Dann kann ich bitte erstmal zwischenlanden. Oh, warte. Ich hab wieder Energie. Oh. Okay, so richtig gut funktioniert es noch nicht. Und tschüss. Nein. Ach komm. Weg. Ich will nach. Hängt einfach fest. Oh mein Gott. Okay. Tschüss. Dann klettern wir doch. Ah. Richtig doof festgehangen gerade, ey. Nervig. So, wir sollen. Oh, die Musik ist cool. Tschüss. So, das Wichtige ist, dass ich diesen Händen nicht in die Hände laufe. Okay, wie kann ich. Auch irgendwie rein? Gibt's hier? Was gut ist? Gardeschild. Oh, 70. Moment, da kann doch bestimmt was loswerden. 26. Ja, komm hier. Weg. Ah, schade. So, wo kommen wir jetzt hier an? Oh. Vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr Angst. Da möchte ich doch nicht runterfallen. Weil wir haben Gleitschirm, ne? Alles gut. Wieso ist hier. Weißt du was? Wir machen es einfach so. Gut. Einmal nach oben. Dann können wir da unten gleiten. Alles gut. So, wo bin ich? Aha. Ach, nö. Wo kommst du denn jetzt her? So. Komm, machen, was ihr wollt. Wir sind sowas von weg. Wo genau muss ich eigentlich hin? Da drüben.
in dem Tümpchen soll sie sein? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir gehen auch da werden, müsste ich hin. Oh nein, die wollen das hier nicht mehr. Hi, das hier. Na toll. Wow! Auch nicht so ein Scheiß hier mit mir. Wow. Alles klar, Moment. Komm ich hier raus? Nein, alles so. Schade, okay. Das heißt, wir kämpfen. Was haben wir denn hier? Königshellebarde, aha. Später. Oh, du bist eine Schwachstelle hier, oder nicht? Ah, komm. Wieso treffe ich den nicht? Toll. Jawohl. Leider nicht so viel gebracht. Na. No. Kann ich mal in Ruhe lassen, kleiner Mob. So, mit meinen Geistern könnt ihr ruhig spielen, ist mir egal. Ah, perfekt. Meine Güte. So, sehr gut. Nehmen wir mal die Pfeile. Noch ein Pfeil. Felsbrockenhammer. Nein. Hier ist ein Pfeil. Perfekt. So. Sie stehen jetzt hier vor, oder was? Die Aussicht. Ich möchte dann doch nicht hin. So, wo ist sie jetzt hin? Und habe ich eigentlich eine bessere, schlechtere Waffe als das Ding? Mal gucken. Das Ding hat 15. 15. Das Ding könnte weg. Dinger. Ja, okay. Das Ding ist fast Schrott. Aber das hier kann weg. So, das heißt, wo ist sie hin? Da hinten? Und 3. Ja? Okay, haben wir hier noch? Pfeil und ein Bogen. Hm. Königsschild. Nee, der bleibt erstmal da drinne. So, gut. Dann machen wir aber auch erstmal Schluss für heute. Wir wollen jetzt mal das Schloss ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht Zelda ein bisschen einfangen. Auch wenn sie nicht die echte ist. Aber nein, ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.